Wer entscheidet eigentlich darüber, welche neuen Gesetze Politiker diskutieren? Kann die Stimme eines einzelnen Bürgers so viel wiegen wie die von 100? Berichten Journalisten auch über die Gesetze, die ihnen nicht passen? Und hat der Präsident des Thüringer Landtags eigentlich überhaupt noch Zeit für Privates? Diese und viele weitere Fragen wurden bei einer etwas anderen Schulstunde im Sozialkundeunterricht der 10. Klasse des Arnstädter Melisandes-Gymnasium geklärt. An der Tafel der Präsident des Thüringer Landtags Christian Karius und der Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen Johannes Fischer. Im Gepäck die TA-Erklärgrafik zur Entstehung eines Gesetzes. Diskutiert wird dann gleich an einem Beispiel, das die Schüler spontan selbst wählten. Und das betrifft ein großes Problem in Thüringen. Was würdet ihr gerne ändern? Gibt es irgendwas, was euch echt nervt? Abschaffung der Bibel. Also was man halt täglich in der Schule oder so oder öfters mitbekommt, sind einfach Lehrer fehlen. Und das ist halt auch jetzt nicht nur bei unserer Schule so, sondern auch bei anderen. Mehr Lehrer für den Freistaat? Christian Karius erklärt, wie es klappen könnte. Für Personal gibt es einen Stellenplan. Und nur wo es eine Stelle gibt, sind wir auch bereit, das Geld für die Stelle bereitzustellen. Also wir müssten offensichtlich ein Gesetz machen, was erstens für Stellen sorgt und zweitens dafür sorgt, dass die Stellen, die wir ausbringen, auch finanziert werden. Auch politisches Debattieren und die Abstimmung im Landtag wird von den Schülern kurzerhand selbst probiert. Eine offene Fragerunde schließt die Doppelstunde ab. Die Zeit verging schnell. Ich finde, die Lehrer machen offensichtlich eine gute Arbeit, denn wir haben eine ganz tolle Klasse vor uns gehabt, mit denen wir hier gemeinsam diskutieren konnten, wie Gesetze entstehen, wie Journalisten darauf gucken und wie Politiker darauf gucken. Super, es war so richtig klasse. Lebendig, für mich auch lehrreich noch dazu. Und ich glaube, sowas mache ich nochmal. Unsere Erklärgrafiken zur Entstehung eines Gesetzes und vielen anderen Themen findet ihr jetzt auch als Poster unter www.lesershop-thüringen.de.